Hallo Thomas. Danke für dein Raid. Guten Morgen. So früh schon am Zocken? Darf ich dir einen Kaffee anbieten? Falls du überhaupt da bist. Vielleicht hast du auch nur geraidet. Auf jeden Fall danke und grüß dich. Jo, hi, Thomas, mein bester, bester. Wie geht's dir? Wie war die Woche? Was gibt's Neues? Was liegt heute bei dir an? Keep on trucking. Hier ein frischer Kaffee, just for you. Eitränk, guten Morgen. Ja, habe ich gesehen. Ich bin stolz auf dich. So früh am Morgen hast du schon gestreamt. Farming Simulator, sehr cool. Und wie geht's heute weiter bei dir, Thomas? Fährt er heute sehr langsam wie der Traktor. Der sollte vielleicht mal den ersten Gang reinhauen. Oh, Moment mal. Ich sehe gerade, ich benutze ja hier das falsche Overlay. Ich habe mich gerade schon gewundert. So, Moment, jetzt müsste es besser gehen. Wo der Traktor reparieren? Ja, so, das Overlay ist da. Ja, stimmt, wobei laut Anzeige ist er ja noch einigermaßen in Schuss. Aber es kann natürlich nie schaden, den noch mal zu reparieren. Das stimmt wohl. Werde ich sowieso bald wieder müssen. Und ist das nicht auch so, umso älter die sind, umso reparaturanfälliger sind die seit dem 22er Teil? Das Gute ist, mit Neigung, sprich bergab, wird es wohl etwas leichter gehen. Ah, hallo Iforita, na, wie geht's? Schön, dich mal wieder zu sehen. Danke für deine lobenden Worte. Was gibt's Neues bei dir? Hier auch für dich ein frischer Kaffee natürlich. So, wie gesagt, bergab geht es deutlich einfacher. Ich gönne mir mal einen Schluck Kaffee zum Wohl. Sehr gut. Ich stell gerade fest, Iforita, es ist ja noch gar nicht Sonntag, es ist ja Samstag und du schaust rein.
Die letzten Male ja immer sonntags, aber cool. Ich hoffe ja mal, bei dir ist soweit alles in Ordnung und du hast gute Laune mitgebracht. Eieiei, was schleicht der Traktor hier übers Feld? Vielleicht sollte ich mal anschieben. Oh, du gehst echt morgen zu Tom Astor. Krass. Das ist ja die richtige Trucker-Musik. Cool. Schon mal viel Spaß, Thomas. Wird dir bestimmt gut gefallen. Verstehe, Ifurita. Da habe ich natürlich Verständnis für, aber nur weil du es bist. Ja, Probleme auf dem Hof, das klingt nicht so gut. Habt ihr etwa die Killerbanane als Erntehelfer eingestellt oder was? Dö, dö. Na, ich hoffe mal, ihr habt die Probleme mittlerweile im Griff. Und ja, du hast wieder Zeit für die schönen Dinge im Leben, wie Zocken und Twitch zu gucken und vielleicht auch ein bisschen YouTube zwischendurch. Also wenn ich die Steine hier sehe, hätte ich ja Bock, mir noch mal einen größeren Steinsammler zu holen. Aber ich weiß, da gab es auch irgendwas mit einfach in den Boden drücken mit Walze, nicht wahr? Hey Jesse, guten Morgen. Na, gut geschlafen, das leckere Essen von gestern gut verdaut und wieder ordentlich Hunger für den heutigen Mittag mitgebracht. Uiuiui, schon wieder gleich unterwegs. Lass mich raten, und da wird dann auch Mittag gegessen, habe ich recht? Abends wie immer, ja. Okay, dann sehen wir uns heute Abend im SnowRunner, Thomas. Coole Sache. Jo, Jesse, und was gibt's heute bei dir zum Mittagessen? Weißt du schon Bescheid? Oder wird das quasi wie soll ich sagen, eine Überraschung? Ein chinesischer Glückskeks, wo man vorher gar nicht weiß, was Schönes drin ist. Ach, das habe ich wieder total schön und philosophisch auf den Punkt gebracht, oder? Okay, cool. Ja, bei mir wird es auch spontan entschieden. Oh, da fällt mir eine Frage an die Iforita ein. Iforita, wenn man den Tiefkühlschrank jetzt enteisen würde und man würde ihn komplett ausschalten und die ganzen Tiefkühlprodukte wie Chicken Nuggets, Pommes und Pizza Baguette in den normalen Kühlschrank verfrachten, sagen wir mal für 24 Stunden plus, wäre das schlimm oder noch genießbar? Nicht, dass ich da, also das hat ein Freund von mir gefragt. Das hat mit mir rein gar nichts zu tun. Ich soll das für einen guten Freund fragen. So, ich gönne mir mal noch einen Schluck Kaffee. Bratwurst beim Country Festival. Also quasi eine Country Bratwurst mit einem Cowboy-Hut auf. Ja, dann ess eine für mich mit, Thomas. Noch essen, aber nicht einfrieren. Ui, dann wird das heute ein sehr großes Mittagessen bei meinem Freund, mit dem ich nichts zu tun habe außer Freundschaft. Ja. Also nicht, dass das dann bei mir heute eine doppelte Portion Pommes gibt, 2 bis 4 Pizza-Baguettes und noch eine Ladung Chicken Nuggets. Nein, garantiert nicht. Wer soll das alles essen?
wird hier ja schon wieder dunkel. Naja, mein Freund, der könnte das ja auch als Mittagessen und Abendessen essen, oder Ifun? Das kann man ja auch machen. Man kann es ja dann vielleicht noch mal abends etwas warm machen, nicht wahr? Und dann am besten auch im Backofen, nicht in der Mikrowelle, habe ich recht? Ich hatte mir gerade schon überlegt, ob ich das den Erntehelfer machen lasse. Ich habe ja auch noch irgendwo einen Flug. Einen größeren Flug müsste ich mir eigentlich auch noch holen. Oh Mann, das wird hier richtig Arbeit. Aber ich habe Lust drauf. Liter-Eimer. Klingt gut, Thomas. Da sage ich nicht nein. Oh, hallo V8, mein Freund. Grüß dich, guten Morgen. Darf ich dir einen Kaffee anbieten? Wie geht's? Was ist dein Plan fürs Wochenende? Wird ordentlich Snowrunner und oder Farming Simulator gezockt oder beides? Ja, bis gleich, Thomas. Bis gleich, mein Freund. Das freut mich, V8. Dann hast du bestimmt einen guten Schlaf hinter dir. Sehr schön. So muss das sein am Wochenende. Natürlich auch unter der Woche, aber so richtig am Wochenende. Ah, sehr gut. Hast du eine Lieblings-LKW-Marke, by the way? Power. Das kann jetzt sowohl Volvo, glaube ich, sein, als auch Scania, oder? Ah, beide sogar. Ja, da kann man ja nichts verkehrt machen, würde ich sagen. Läuft bei dir. Ja, also hier haben wir auf jeden Fall noch ordentlich was zu tun. Da wird die Folge heute bestimmt schnell umgehen. Also die Zeit wird schnell umgehen. Und Iforita, was bei dir Schönes am Wochenende gespielt, falls du überhaupt Zeit und Lust hast? Ey, schön, dass du wieder da bist. Wir haben dich schon vermisst, Thomas. Da hupe ich doch mal. Welcome back. Das ging flott, das ist schön. Feld machen wir noch und dann geht es erstmal eine Runde schlafen. Das ist so eine stabile Angelegenheit. Nein, V8, Hof Bergmann habe ich noch nie gespielt. Und ich bin jetzt auch nicht so jemand, der Trends nachläuft. Also die Map ist bestimmt cool, aber ich bin hier auf Elm Creek auch schon mehr als zufrieden.
habe im Farming Simulator 19 auch primär Ravencourt gespielt. Aber für alle, die halt Hof Bergmann spielen, streamen und YouTuben von mir aus, sei ihnen gegönnt. Ja, aber ich habe hier angefangen und warum soll ich hier nicht weitermachen? Uiuiui, Diablo 2. Ja, gut, Iforita, freust du dich denn eigentlich schon auf Diablo 4? Muss man ja an der Stelle auf jeden Fall mal fragen. Die Frage könnte ich mir übrigens auch stellen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich mich drauf freue. Also wenn ich jetzt mal wieder Diablo 1, 2 und 3 spielen würde, dann hätte ich bestimmt auch richtig Bock auf Diablo 4 und ich hätte eigentlich auch Lust auf Diablo, nur das ist ja auch ein bisschen zeitaufwendig und so. Deswegen mache ich das erst, wenn ich mal wieder deutlich mehr Zeit habe. Ja, okay. Dann statt darauf trinke ich erstmal einen Schluck Kaffee von Mutter. Schlürf. Aber ich glaube sogar, Iforita, sowohl du als auch ich, wir holen uns früher oder später Diablo 4. Glaube ich irgendwie schon. Ja, die Map ist klein. Ich denke ja immer, die ist groß, aber ist sie gar nicht. Haben mir jetzt schon ein paar Leute gesagt, Tränk, stimmt. Aber ich mag ja eigentlich auch kleine Maps, also... Ja, naja, keine Ahnung. Hof Bergmann ist schon cool. V8, ich nehme an, du spielst selbst auch auf Hof Bergmann, oder? Wenn du mal Farming Simulator spielst. Ja, okay, cool. Und die gefällt dir bestimmt auch gut, nehme ich mal an, wie den meisten anderen. Eigentlich brauche ich gar nichts einzuklappen. Wir fahren dann morgen auf dem nächsten Feld hier direkt weiter. Das wäre zumindest nicht unbedingt unschlau. Aber erstmal eine Nacht schlafen. So, und vielleicht auch mal eine Nacht speichern. Ja, also für mich auch nicht, Iforita. Ich sag dir, ich habe ja auch, also ich spiele ja auch Activision Games sehr gerne, also zum Beispiel Call of Duty und auch nur wegen dem Singleplayer und der Story und so. Und ich habe jetzt mal wieder, zum einen weil ich StarCraft 2 mal wieder ein paar Mal auf der Ladder gezockt habe und zum anderen weil ich auch Call of Duty Modern Warfare, das Remake, mal wieder spielen wollte. Habe ich den Blizzard Launcher oder wie er jetzt da heißt, aufgemacht. Und obwohl eigentlich nichts Neues für den Singleplayer in Call of Duty kommt, muss ich Modern Warfare 2 Remastered updaten, Cold War updaten, ich muss Modern Warfare Remake updaten und ich muss diesen Battle Royale Modus updaten, was insgesamt, keine Ahnung, fast 100 GB waren und einen Tag später wollte ich da wieder spielen, da musste ich wieder 2,5 GB updaten. Also es hat mich so den Spaß genommen, dass ich mir echt im Moment überlege, ob ich komplett alles außer StarCraft 2 aus diesem Launcher löschen soll und auch nicht mehr mir Call of Duty Games kaufen soll. Ich habe mich eigentlich voll auf Modern Warfare 2 Remake gefreut, aber das hat mich so demotiviert, weil irgendwie die ganzen Call of Duty Teile, die noch in Steam rausgekommen sind, die fühlen sich rund an. Die spiele ich irgendwie lieber als die jetzt, die auf dem Battle.net Launcher rausgekommen sind. Und dadurch, dass man da noch diese Updates machen muss, obwohl man da überhaupt nichts mit zu tun hat, hat jetzt auch nicht gerade zu Positiven dazu beigetragen. Also ich verstehe dich gut und ich will jetzt auch noch nicht mein finales Resümee ziehen. Aber
Ich könnte mir ein Leben ohne Activision Blizzard in Zukunft sehr gut vorstellen. Oh, du bist ja ein richtiger Hof-Bergmann-Experte, V8. Nicht schlecht. Nee, ich habe immer noch keinen Hund, Thomas. Danke, dass du mich daran erinnerst. Es wird eigentlich auch mal langsam Zeit. Ich habe extra lange damit gewartet, um hier abzuwarten, bis der Farming-Simulator mal durch viele Updates und so, ja, saisonreif wird. Und jetzt würde ich sagen, ist so langsam die Zeit gekommen, da könnte man sich auch mal einen treuen Helfer und Freund, aka Hund, anschaffen. Ja, das stimmt, Iforita. Am Anfang war es eigentlich so, da hat man gedacht, oh, die Fusion macht die beiden noch stärker. Und vom Aktienkurs her gesehen war das ja auch eine lange Zeit so, aber auch schon mit StarCraft 2, als das rauskam. Und die Entscheidung, dass man das Release in drei Partitionen aufteilt und jeweils pro Partition Vollpreistitel zahlt, also Terraner-Kampagne, Zerg-Kampagne, Protoss-Kampagne, ist damals den Leuten schon negativ aufgestoßen und die ganze Balance-Geschichte im E-Sports und komische Designentscheidungen. Ja, also ich denke, die Zeit ist einfach rum. Also Blizzard gibt es ja so gesehen eigentlich gar nicht mehr. Die ganzen Leute, die da Meilensteine rausgehauen haben, sind ja eigentlich alle weg. Aber falls irgendwann StarCraft 3 angekündigt wird, ja, da muss ich dir ja wahrscheinlich nicht sagen, egal was ich jetzt sage, ich werde gehypt. Ich bin ganz vorne in der Schlange und halte das Geld hoch und sage, ey, ich will StarCraft 3 kaufen, hier mein Geld, ich zahle nochmal 10 Euro mehr. Hauptsache, ich kann StarCraft 3 zocken. Geht weiter mit ganz spannender Gruber-Action, ja. Aufschlag gegeben war für ausschlaggebend war für mich das Pay-to-Win-Desaster von Diablo. Oh, ja, das auch. Und vielleicht erinnerst du dich auch noch am Anfang Diablo 3 mit diesen Echtgeld Trading House und so, das war ja auch sehr umstritten. Ja, ach, und überhaupt, dass sie dann Diablo irgendwann erstmal nur für Mobiltelefone rausgebracht haben. Ach, und überhaupt, es geht eigentlich nur bergab. Dann das Warcraft Remaster und. Ach ja. Oder dass ein Overwatch 2 rauskommt, warum nicht am Overwatch 1 einfach weiterarbeiten und es weiterentwickeln? Da könnte man ihnen halt auch vorwerfen, dass sie einfach nur mal Geld machen und ein Spiel, das eigentlich schon etabliert ist, noch, ja, also noch mal rausbringen, um wieder einen Vollpreis verlangen zu können und so. Ach, keine Ahnung. Naja, ich will es nicht übertreiben, aber ja, das wie gesagt, ne, mit den Downloads von diesen ganzen Call of Duty-Dingern, das hat irgendwie diesem Call of Duty die Seele geraubt im Moment. Ich konnte dann auch gar nicht mehr das Spiel genießen. Ah ja, mal abwarten. Wie gut, dass es auch noch hier waschechte Simulatoren gibt, die von dem Überkapitalismus verschont. Aber, Iforita, wir sprechen uns dann, wenn wir beiden Diablo 4 haben. So, irgendwie tuckert er die Karre auch hier auf ebener Fläche ein bisschen langsam. Aber der hat auch nicht so die
die Diesel-Power, glaube ich. Naja, schon okay. Also ich frage mich gerade, wenn ich hier den Erntehelfer reinlasse, wird er das hinbekommen? Ich versuch's einfach mal. Du schaffst das schon. So. Und auf dem anderen Feld fahren wir mit dem Pflug. Und da könnte ich hier ja schon mal Steine sammeln. Hoffen wir mal, dass das hinhaut. Ja, ein kleiner, feiner Flug und noch ein Mini-Cruiser. Ja, alles, was man braucht. So, was ist hier los? Da habe ich zwar ein bisschen Puderzucker drauf, aber noch keinen Samen. Naja. Und was ist hier? Ich habe natürlich wieder voll den Überblick. Okay, ich glaube, ich habe überall nur Puderzucker drauf, bis auf dem einen Feld da ganz hinten. Ja, ich sagte nur, Iforita, wir sprechen uns dann, wenn wir zwei Diablo 4 haben, trotz all der Kritik. Ironie on, Ironie off. Ich brauche viele Ballen. Cool. Ah, mein Prachtexemplar, der steht fast nur rum. Der ist einfach zu schön, um ihn zu benutzen. Um ihn zu verschmutzen, könnte man auch sagen. Eieiei, da hast du ja wieder richtig weite Wege hier, Thomas. Dann keep on trucking, wie immer. Sehr schön. Ja, so ist das, Iforita. So und nicht anders. Ich bin ein bisschen auf Diablo 4 gespannt, aber... Ja, da gibt es durchaus andere Spiele, da freue ich mich mehr drauf. Gar kein Gewicht vorne dran, ja, das nehmen wir mal mit hier. Wie gut, dass da noch eins herumliegt. Ist doch beides gut. Vielleicht steht da sogar, muss geflucht werden. Ja, genau da unten steht's. Nein, da steht's nicht, aber ich bilde mir das mal ein. Da fühlt man sich doch gleich besser. So. Nein, das war das Falsche. So, das, bitteschön. Achtung, festhalten, let's go! Ja, ich glaube, den Flug habe ich auch schon etwas länger nicht mehr benutzt, aber läuft. Läuft. Und bis jetzt fährt auch noch der Erntehelfer. Ich finde das super. Thomas, der Alaska Trucks Simulator hat dir auch ganz gut gefallen, die Demo, oder? Sehr schön. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie freue ich mich schon drauf. Ich muss auch bei Gelegenheit mal wieder genau nach den Chickens schauen. So, und natürlich auch nach meiner Kaffeetasse. Die müsste ja auch bald mal leer sein.
Sehr schön. Ja, hier stelle ich mir auch gerade die Frage, wird das der Erntehelfer schaffen? Wir fahren mal noch eine Runde. Oh, Iforita, hast du von Starfield das Gameplay-Video gesehen? Ich glaube, das habe ich dich noch gar nicht gefragt. Ich habe das neulich mal hier in die Runde gefragt und da kam zurück, was ist Starfield? Ja. Also ich würde es mir mal anschauen, Iforita, und dann kannst du mir ja mal deine Meinung sagen. Einfach nach Starfield 15 Minuten Gameplay auf YouTube suchen. Das war bei irgendeiner Online-Messe, wurde das präsentiert. Da ist leider auch viel Gelaber von Bethesda drin, bla bla bla, das beste Spiel aller Zeiten, bla bla bla. Kaufen Sie jetzt, warten Sie nicht auf Reviews, glauben Sie uns, lassen Sie sich von uns verarschen, bla bla bla. Aber mir hat's gefallen, ich hab Bock drauf, ich bin angehypt und let's go! Mass Effect plus Starfield ist gleich super duper Vergnügen. Vergnügen. Zumindest hoffe ich das. Da hat er sogar gepostet, wie aufmerksam. Danke Thomas, da rufe ich doch mal. Ich sehe gerade, es ist wieder ein Follower mehr geworden. Ja, danke fürs Following. Moment, ich schau mal nach. Wer war der nette Herr? Oh, C1P4I. Danke für dein Follow. Willkommen auf SimJay und viel Spaß. Ja, mach das, Iforita. Da bin ich mal gespannt, ob es dir auch einigermaßen gut gefallen hat oder gefallen wird. So, ich trinke mal noch einen Schluck Kaffee, weil einer muss es ja tun. Ja, schmeckt immer noch. Ja, durchaus. Achso, ich wollte ja den Erntehelfer hier ranlassen. Ja, aber ich wollte auch nochmal hier vorwenden. Hallo Deich Butcher. Cooler Name. Deich Butcher. Also quasi Teichmetzger oder wie? Grüß dich. Wie geht's, wie steht's? So, ich denke den Erntehelfer, ja, ups, falsch gelenkt, soll vorkommen. Ob der das hier schafft mit der Hühnerhütte? Naja, wir müssen es ausprobieren.
Ach, am Dienstag kommt ja das neue DLC im Farming Simulator. Richtig. Da kann man sich natürlich auch drauf freuen. Alles Tutti, das freut mich. Und was liegt bei dir am Wochenende an, Butcher? Auch Farming Simulator? Oder irgendwas anderes? Oder keine Zeit zum Zocken? So, speichere nochmal eine Runde und dann. Ja, genau, Steine sammeln war ja auch noch sowas. Kotoba DLC oder so heißt das. Der Tränk kann dir das bestimmt genau sagen. Was ist das hier nochmal? Ach, für den Teleskoplader, oder? Eine Ballengabel, oder? Ich verliere hier langsam den Überblick. Aber bestimmt. So, okay, wir gucken mal nach den Tieren. Ja, die könnten bald mal wieder was zu futtern vertragen. Und Wasser haben wir auch noch. Okay, läuft. Kubota DLC. Na, da habe ich es ja fast falsch richtig gesagt. Cool. So, Steinhaufen am Start. Mehr Steine sind gut. Oh, okay. Butcher schreibt, der Name ruht auf dem Ausdruck von früher. Wenn jemand fragte, wo wir Kinder sind, dann sagte man, die butschern draußen herum. Ah, wieder was gelernt. Danke, Herr Butcher. Ja, das muss ich mir mal angewöhnen. Dann sage ich, ich butcher draußen rum. Oder wenn man mich fragt, na, was hast du gestern gemacht? Ja, ich habe draußen herum gebutschert. Hört sich gut an. Gefällt mir. Man könnte das ja auch übersetzen in ich habe herumgemetzgert. Wobei dann denkt vielleicht jemand an was Böses und holt die Polizei. Das wollen wir natürlich nicht. So, soll ich jetzt hier echt zum Steine sammeln meinen coolen Super-Duper Truck Torino benutzen? Naja, gut, ich meine, ja. Da muss ja auch mal gefahren werden. Ich weiß gar nicht, ob ich den Frontlader bis auf einmal jemals benutzt habe. Der glänzt noch so frisch. Ja, der sagt eigentlich alles, der gute Deich. Finde ich gut. Ja, schön, dass du da bist, Butcher. Und ich nehme an, du bist auch begeisterter Farming-Simulator-Zocker, oder? So, wo stelle ich jetzt den Frontlader hin? Ich glaube, ich weiß schon. Ach so, kann ich den überhaupt abstellen, wenn da die Schaufel dran ist? Geht. So, und jetzt noch hier kurz. Ja, einmal umdrehen. Machen wir das Gewicht vorne hin. Oh, schön. Schön kompakt die Karre. Ohne den Frontlader und das Gewicht. Sieht mit und ohne einfach schick aus. Gefällt mir. Was soll ich sagen? Es gefällt mir einfach. Und nein, unser Erntehelfer hat Probleme. Ja, schön. Farming Simulator zocken. Cool. Bist du etwa auch auf der Map Hof Bergmann unterwegs? Tatsächlich? Ja, okay, dann wünschen wir dir natürlich. Ach so, nee, das. Okay. Ah, oh. Oh, da ist ja mal einer ganz anderer Meinung heute. Okay, Butcher, die meisten Leute schwärmen von Hof Bergmann. Ja, cool. Also, dass da auch mal einer die ganz andere Meinung ist, das ist ja auch mal interessant. Ich selbst war noch nie auf der Map, auch nicht in den Vorgängerteilen im Farming Simulator, also schwer deine Meinung zu fällen. Ich denke mal, die ist schon okay und ich verstehe das, warum die alle spielen, aber ja, ich bin auch, wie gesagt, nur hier auf Elm Creek im Moment happy.
Auf welcher Map spielst du denn, wenn man fragen darf, Butcherino? So, ich nehme an, der Erntehelfer auf dem anderen Feld da mit dem Flug hat Probleme, oder? Nein, ausklappen, genau, da war ja was. Runter noch runter mit dem Mutter. Und angeblich kann das hier sogar der Erntehelfer. Sollen wir das mal probieren? Ja, ich mach mal wieder eine Lade. Wir lassen es jetzt erstmal schön klimpern hier. Oh, nee, der wird gar nicht blockiert. Oh, da war das nur temporär. Weil da wahrscheinlich der andere Erntehelfer kurz langfahren ist. Oh, ups. Oh, der Tränk hat da auch eine sehr, sehr kontroverse Meinung über die Map, Ruf Bergmann. Fängt schon mitten mit dem Runterladen an und dann alles mit Hand machen ist nichts für mich. Okay. Du meinst, die Erntehelfer funktionieren da nicht gut, wenn du von Hand machen sprichst, nehme ich mal an. Und ja, wie gut, dass es noch ein paar andere Maps gibt. Helfer G wird wieder durch ein Objekt blockiert. Oh ja, jetzt hat er Probleme, oder? Ja, jetzt hat er Probleme. Tja, kann ich auch nichts dafür. Giant Software hat uns versprochen, die Erntehelfer werden besser. Da müssen sie es jetzt auch mal beweisen, ja. Gleich mit den Erntehelfer, ich werde halt hier erstmal eine Runde drehen und dann lasse ich einfach mal hier den Erntehelfer dran. Und mal lesen, was der Butcher schreibt. Ich spiele mehr auf der Nordstrand in Bombach. Okay, die kenne ich glaube ich, wenn überhaupt vom Namen nur, aber nice. Wird schon ganz gut sein. Du musst auf dem Hof Bergmann viel mit Hand machen. Schubkarabine, ah, okay. Also sowas für die. Ja, für die Roleplayer ein bisschen. Deutz Nico in Klammern. Wobei ich glaube, beim Deutz Nico wird sogar ein Schubkarren anfangen zu brennen. Dö, dö. Mann, bin ich hier im absoluten ja, Clowns-Modus heute. Mir fehlt einfach noch die extra Portion Kaffee. Aber ich werde mich gleich drum kümmern, versprochen. Hier den Erntehelfer run lassen. Schön gerade, ne? So, Erntehelfer, du siehst ja da die Steine. Ja. Und da fährst du einfach drüber, bis es klackert und dann machst du das selber auf der anderen Seite. Verstanden? Ja. Na gut, dann viel Spaß. Wo ist deine Frau? Ich hab nichts gesagt. Oh, danke, Iforita. Kaffeepause. Ja, wer sein muss, muss sein. Wenn die Iforita den Kaffee bimmelt, dann bommeln wir natürlich hinterher. Hallo Borderstaff, Grüße gehen raus an deinen Hund und dich. Wie steht's, wie geht's? Kurze Kaffeepause, Chichi, bis gleich. Okay, und Butcher, ja, verstehe, verstehe. Ich guck mir deine Map mal auf YouTube an. Ist bestimmt ganz cool. So, Kaffeepause, bis in 3 Minuten, Chichi.
Oh mein Gott, er hat abonniert. Ich danke dir von ganzem Herzen. Hallo, und da bin ich wieder. Oh, ich habe irgendwas verpasst. Anonymous Schenker hat Border Stuff einen Monat Stufe 1 Abo geschenkt. Ja, dann sage ich mal vielen Dank, wer auch immer das war, weil da steht Anonymous Schenker. Entweder ist es der Name von ihm oder man kann da wirklich anonym ein Abo verschenken. Also, ich sag mal so, ne? Vielen Dank, Border Stuff, fürs Annehmen des Abos und an den anonymen Schenker. Vielen Dank fürs Schenken des Abos an Border Stuff und den direkten Support hier an mich. Also, ich danke dir, mein Freund. Sehr nett. Den nächsten Schluck Kaffee gönne ich dir. 8 Clips? Okay. Das ist, sportlich. Da danke ich dir mal, Border Stuff, dass du so tapfer warst und das durchgehalten hast. Ja. Und für alle anderen Zuschauer, denen das auch so geht. Ja, ihr wisst ja, die Vorzüge eines Abonnenten sind, dass man sich diesen Spaß nicht mehr antun muss. So, soll ich kurz übernehmen, Johnny? Alles klar, mach mal Pause. Ich kümmere mich drum. So. Also nochmal vielen Dank für das Abo und den Support. Die Hupe ist nur für dich, my friend. So, nächste Runde. Ja, hat er eigentlich schon ganz gut gemacht, nur wie ich es vermutet habe, hier mit dem etwas größeren Hühnerstall gibt es leichte Probleme. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn nicht wahr? So, dann kümmern wir uns jetzt noch drum und hoffen, nicht schafft der Steinsammler das Sammeln der Steine. Aber noch sieht's gut aus. Er scheint sogar die Kurven hinzubekommen. Voll gut. Ja klar, also von der Werbung habe ich natürlich was, Border Stuff. Nicht viel, muss man leider sagen, sogar extrem wenig, aber theoretisch bekomme ich davon auch etwas ab. Also dann danke fürs Anschauen der Werbung. Oh. Da habe ich doch tatsächlich was liegen lassen. So, was sagt eigentlich die Uhrzeit? Oh, noch eine halbe Stunde. Du flügst verkehrt. Ja, Butcher. Stimmt, mach ich. Verdammt, wie drehe ich den Flug nochmal um? Ach, auf B. So. So ist schon besser. Ja, danke. Ich finde das auch total gut, Butcher.
Das ist meine Schokoladenseite. Gute Schokolade. Wieder eine Runde mehr. Und Butcher, spielst du auch sowas wie SnowRunner, Euro Truck Simulator, American Truck Simulator, Train Simulator, Microsoft Flight Simulator, Simulator Alligator? Vielleicht ja auch eine Runde Star Citizen oder so, oder Elite Dangerous. Das sind ja so gesehen auch Simulationen. WOWS, also ist es World of Warcraft oder für was steht das S hinten dran? Jo, danke Tränk. Wer möchte, kann auch gerne auf meinen Discord-Server kommen. Sei dann mal an der Stelle passend gesagt. Ach, World of Warships. Ah, okay. Cool, ja. Es gibt hier ein paar Leute, die spielen das auch. Und War Thunder. Und dann gibt es natürlich auch welche, die spielen den Klassiker World of Tanks. Was natürlich auch cool ist. Multiplayer, ja, im Moment noch nix Border Stuff. Also wir haben ja auf Untergräbach ab und zu mal gespielt, vielleicht hast du es mitbekommen. Aber naja, meine Laune hält sich da im Moment in Grenzen. Also meine Motivation, sagen wir es mal so, nicht meine Laune. World of Tanks und Ships, ja. Ist beides gut, schätze ich mal. Also ich glaube, wenn ich mal wieder World of Tanks spielen würde, dann ja, würde es mir auch Spaß machen. Fertig hier. So. Ja, die Zeit, wie ich es vermutet habe, die ging wirklich schnell rum und wir haben noch jede Menge zu tun. Da freue ich mich schon auf das nächste Mal. Aber wir haben ja noch ein bisschen. Ja, Border Stuff, ne, wenn du irgendwann mal SnowRunner mitspielen willst, sagst du ja Bescheid. Habe ich ja schon mehrfach erwähnt, wo du gerade nach Multiplayer und so gefragt hast. Da haben wir übrigens gestern auch spontan am späten Abend bei mir in meinem Safe Game in SnowRunner endlich mal ein bisschen weitergespielt, der Trank und Dark Typhoon und ganz kurz auch der fliegende Holländer und ich. Und dann hatten wir wieder unseren Sportkommentator, den Markus, mit dem Channel. Ja, der hat so ziemlich alles kommentiert, nur nicht SnowRunner. Ja, Grüße an dich, Markus.
so kennt man. Ephorita, darf ich dich fragen, was es heute bei euch zu essen gibt? Ja, okay, also du meldest dich dann, wenn es soweit ist. Boah, das darf ich, freue mich drauf, da rufe ich doch mal. So, was macht eigentlich der Steinsammler? Der fährt fleißig weiter. Cool. Und nochmal Discord, sehr schön. Ja, ne, und falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte, wir können auch gerne auf meinen Discord-Server kommen, da können wir uns unterhalten und zum Multiplayer-Spiel verabreden und Kaffee trinken. Und vieles mehr. Und ihr könnt natürlich auch, wo wir schon dabei sind, gerne meinen SimChair YouTube-Kanal abonnieren. Da kommt auf jeden Fall jetzt endlich seit langer Zeit wieder exklusiver YouTube-Content und nicht einfach nur Twitch-Mitschnitte, nein, sondern extra Let's Play-Formate und so weiter für YouTube, damit es auch mal Sinn macht, einen YouTube-Kanal zu haben. So, okay, hier sind wir fertig. Sehr gut, ich speichere mal. Mein Mann ist auf dem Feld und versorgt sich selbst heldenhaft. Meine Tochter ist bei ihrem Freund. Viel Spaß, also koche ich heute nicht. Ja, sehr schön, das hast du auch mal verdient. Ein bisschen Ruhe am Wochenende, Iforita. Ich schmier mir gleich ein Brot oder so. Okay, wenn du noch ein paar Chicken Nuggets brauchst, sag Bescheid, du weißt, wo du mich findest. Danke, Thomas. Ja, er hat auch gerade nur mit dem YouTube-Kanal gepostet. Also, wer will, ne? Simchair@YouTube, einfach mal reinschauen und bei Gefallen gerne abonnieren. Ich bedanke mich schon mal pauschal und vorsorglich. Achtung, werter Herr. Achtung, Anhänger schwenkt aus, sozusagen. Oh, Moment. Hier sind wir ja schon fertig. Ach. Das lief ja hier richtig gut. Ich hätte hier links gewusst. Der Jay, da fährt er sich wieder auf seinem eigenen Hof. Der Hof ist jetzt gar nicht mal so groß. Ja, das kann auch nicht jeder, ich weiß. Sehr schön. So, dann. Ja, können wir eigentlich wieder die Karre umrüsten. So viel Zeit muss sein. So, also vorne abmachen. Einmal umgedreht. Und dann dran gemacht, Frontlader dran gemacht mit Schaufel und Juhu. Ach nee, Moment. Das ist ja der falsche. Oh. Nein, ich bin voll bei Sinn, Leute. Alles in Ordnung, mir geht's gut. Jetzt die Frage, was mache ich? Ich kann eigentlich im Moment nur abwarten. Und den anderen Traktor mal wegfahren. Hella von Sinn, ja, die kenne ich sogar noch, Thomas. Lebt die überhaupt noch? Ja, wahrscheinlich schon. So, okay, der Maestro hier hat ja wirklich gut abgegrubbert. Okay, bis auf die eine kleine Stelle da. Es sei ihm verziehen. Aufträge eventuell, ja, könnte man auch machen. Oh, und der Dings hat einen vollen Tank, das passt ja. Hallo Maxu, grüß dich, einen schönen guten Tag, darf ich den Kaffee anbieten? Wie geht's, wie steht's, gut geschlafen, was treibst du Schönes?
So, jetzt haben wir es aber hier. So, wenn wir dann die Felder bestellen, müssen wir auch mal die Walze schwingen. Die gute Iforita-Walze. Ja, ich schaue auf jeden Fall mal auf die Aufträge gleich drängen. Und was ich hier extrem schade finde, ist es immer noch nicht so, dass wenn ich einmal Schlaf 100 umgeht. Das hat sich irgendwie mit dem Update voll verbuggt und ich kann es nicht mehr ausschalten. Aber okay, 5 Tage pro Monat ist, denke ich, verschmerzbar. Und wer weiß, vielleicht mit dem nächsten Update dann am Dienstag oder wann dieses DLC rauskommt. Ja, vielleicht klappt es ja dann. Stellen wir hier wieder schön in den Schatten unter unseren tollen Baum. So, aus. Ups. Ja, den hatte ich ausgemacht neulich, weil da dieser Spam kam, wenn ihr euch erinnert. Also, Butcher, vielen Dank für deinen Follow. Maxu, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen auf Simchay. Ich werde es direkt mal wieder anschalten jetzt. Eine Sekunde. Gib mir noch vielleicht so, also ich sag mal ungefähr, also vielleicht, also so, also eventuell vielleicht so 30 Sekunden und Einstellungen speichern und einmal testen. Testfollow. Welcome. Oh yeah, wie es abgeht. Thank you, amigo. Muchacho, merci. Very mucho, yo. Ja, very mucho an Butcher und Maxu für euer Follow. Der Alert gebührt euch. So. Hallo, geht's Ihnen gut? Ja, machen Sie mal Pause. Sie haben hier ganze Arbeit geleistet. So, oh, ich habe noch gar keinen Schluck Kaffee getrunken. Also auch auf Butcher und Maxu hier ein Schlückchen Kaffee, bitteschön. Ja, gern geschehen, Max. So, dann geht's hier über die Brücke. Ein bisschen eng, aber geht schon. Ich habe zu danken, Max. Und sonst, bist du auch am Farming Simulator spielen oder was machst du Schönes? So, dann wollen wir mal hier unseren Steinhaufen größer machen. Mein Ziel ist es, den größten Steinhaufen in ganz Twitch City zu haben. Nein, nicht wirklich, aber klingt doch gut, oder? Oh, das ist sehr gesund hier fürs Material. Sehr gesund. So, wie lade ich hier ab? Ach, da muss das Ding auf sein, gell? Oder? Hier abladen, ja jetzt. Mit deinen Steinen. Aber wenn du mir welche überlässt, warum nicht?
So, hier, ganz professionell abgeladen. Mach das aber bitte nicht zu Hause, ja? Wenn ihr euren Steinsammler zumindest danach nochmal benutzen möchtet. Das sind ja noch richtig viele Steine. Aber okay. Besser zu viele als zu wenig, sag ich mal, nicht wahr? Dafür ist die rechte Seite hier komplett leer gelegt. So, okay, Erntehelfer, go, go. Was sagt die Uhrzeit? Ja, wir haben noch 20 Minuten, das passt doch. Oh, okay, Maxu, das finde ich auch nicht schlecht. Bei dem schönen Wetter Fahrrad fahren, draußen in der Natur, sich schön bewegen. Sehr vernünftig. Das lobe ich mir. Gute Arbeit, weiter so. Das ist auf jeden Fall besser, als vorm PC zu hängen und böse Videospiele zu spielen. So, ah ja, wir wollten ja mal natürlich... Oh, guck mal hier, da habe ich aber auch schon gut die Ecke abgefahren. Stellen wir uns mal in den Schatten und schauen mal nach Aufträgen. Nur mal so zum Spaß. Ballen pressen, ja, das können sie alleine machen. Düngen, naja... Und sehe natürlich. Ja. Ja. Das Gerät muss mit Saatgut gefüllt werden. Warum befüllt? Warum machen das die Leute nicht selber? Also, warum muss ich das machen? Hey Markus, du alter... Ha, jetzt kommt's wieder. Innsbrucker Junge, wie geht's? Wir haben hier schon über dich geredet, natürlich nur in den besten Tönen. Also hätte ich ja schon Lust drauf. Ich meine, klar wären wir damit heute nicht mehr fertig, aber man könnte den Auftrag annehmen. Allerdings brauchen wir da auch viel Saat. Wobei, da kann sich auch unser Erntehelfer drum kümmern. Also, warum nicht, oder? Ja, und ja, was soll denn da überhaupt Hafer? Kann man das auch in meiner normalen Maschine machen, Hafer? Ja, oder? Ich mach mal... Ich glaube, das geht in der normalen Erntemaschine mit dem Hafer, oder? ARK und F1 sind jetzt installiert. Ja, du hast ja viel vor heute, Markus. Voll Power Streaming. Klar, na dann brauche ich hier das Zeug nicht. Danke, das ist nett von Ihnen, aber ich spare die Kohle. Oh, hallo. So. Ja, und dann nehmen wir natürlich hier den... Ja, nehmen wir den anderen. Ich habe das Gefühl, der hat schon genug geschnauft. So. Mein Plan mit leerer Maschine hinfahren und den Erntehelfer ranlassen, der dann selber und eigenhändig den Hafer reinfüllen und aufs Feld droppen darf. Alchey, da hinten bist du hin. Oh, und dann habe ich auch noch so eine riesengroße Seemaschine hier, die ich wahrscheinlich dann spätestens in der nächsten Folge hier auf unseren eigenen Feldern bräuchte. Ja, man nennt mich auch Chase Brain. Eindeutig. So, Z für Hafer. Und Feld 10. So, links frei, rechts frei. Obwohl ich... Ja. Gut. Da fahren wir einfach mal der Himmelsrichtung entgegen. Wir
Ja, cool, Markus. Und vergesst nicht, den Simchase-Song zu hören. Mindestens einmal am Tag muss man den hören, wenn man gute Laune haben möchte. Übrigens gibt es einen Ausschnitt aus dem Simchase-Song jetzt auch als Sound-Alert. Für kleines Geld sozusagen. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Da bin ich ganz stolz drauf. Da helfen andere mehr. Ach, Markus. Das ist ja harte Kritik. Du bist quasi der Dieter Bohlen aus Österreich, habe ich so das Gefühl. Quasi Dieter Öhlen heißt der Mann wahrscheinlich. Gleich sind wir da am Ziel. Oh ja. Oh, das große Ding hier vorne ist es schon. Okay. Wo ist denn hier die offizielle Einfahrt? Ich glaube, da müssen wir da in den Hof rein. Nochmal in den Hof rein. Moin! So, machen wir die Karre schon mal an. Oh, die ist ja zu 84% voll. Das habe ich ja wieder geschickt eingefädelt. Dann hoffen wir mal, dass das hier auch so funktioniert. Aber was soll da schief gehen? Ja. Der Hafer wird getroppt. Ich wiederhole, der Hafer wird getroppt. So, dann. Ja, ne? Also. Ja, dann viel Spaß. So. Wir haben ja hier durchaus ein paar Ballen. Auch das werden wir nicht mehr schaffen. Ich speichere nochmal eine Runde. Aber man kann ja schon mal anfangen. Weil, ja, kann man, also, ne, damit kann man auch Geld finden, so wie sieht das hier aus. Oh man, da ist noch einiges an Steinen, die weg müssen. Aber das gibt ja auch Geld am Ende. Ja, klar, Thomas, gerne. Für dich doch immer, weißt du doch. Das noch mal undefinierbar. Vielleicht Waschmittelpulver. Es riecht auf jeden Fall ein wenig danach. So, schaut euch mal unseren chlorreichen Steinhaufen an. Einfach toll. Oh, der Knicki-Azov sozusagen. Aber nur so fast. Sonst meckert der Trink wieder. Das kann ich nicht verantworten. It's Dagi, der macht gerade GTA. Okay, Thomas, kein Problem. Dauert ja noch circa 10, 11, 12 Minuten. Und dann ist Dagi-Time. Wahrscheinlich.
unglaublich. Erntezeit. Ja, wenn du das so nennen möchtest, klar. So, dann bringen wir uns mal hier schön in Szene. Ente, nicht Ernte. Ach, Entezeit. Ach so, der fährt mit einer Ente rum. Okay. Oder ich habe wieder alles komplett falsch verstanden. Davon müssen wir hier eigentlich ausgehen. Bei mir muss man davon, glaube ich, immer ausgehen. Steht nicht ganz klar da. Da müssen wir nochmal zurückfahren. Das geht ja gar nicht. Naja, ein bisschen besser. Ich kann damit leben, ich hoffe ihr auch. Ich glaube, ich weiß, warum du Entezeit meinst. Wegen Dagi für Duck, kann es sein? Jetzt habe ich es wahrscheinlich kapiert, Thomas. Besser spät als nie. Da hub ich mal. Ha, super. Der liegt ja auch sehr gut hier. Absolut realistisch liegt der da. Hoffentlich bleibt der auch so realistisch da hängen, bis ich fertig bin. Und hoffentlich geht er dann auch ab ganz realistisch. Absolut wieder eine physikalische Meisterleistung. Meisterglanzleistung. So, da würde ich sagen, holen wir uns den nächsten. Wir haben ja immerhin noch 7 Minuten. Wow. 7 Minuten für die Ewigkeit.
die nächste Ladung. Moment, eigentlich könnte ich hier ja schon mal ein Duett drum machen. Gesagt, getan. Kann man den, glaube ich, hinlegen. Jo, kann man machen. Fast wunderschön. Oh, 10% haben wir schon. Cool. Danke, Iforita. Hat Spaß gemacht. Wünsche ich dir auch noch bis bald. Schönen Mittag und schönes Weekend. Ciao und GG for free. Just for you. So. Gut, jetzt haben wir noch 4 Minuten, die werden wir ja wohl auch noch bekommen, Leute. Ich darf doch sehr bitten. So, der Steinsammler müsste ja eigentlich auch bald wieder voll werden, aber ja. Wir müssen ja dann Punkt 12 Uhr auch in die Mittagspause. Und dann geht's wahrscheinlich heute Abend hier mit dem Snowrunner beim Ferrari Boy weiter. Also mit dem Ferrari Boy Snowrunner bei ihm im Safe Game und ich spiele auch mit. Juhu. Ah, ich fahre einfach von der anderen Seite rein. Ganz, ganz schlau mache ich das. Schön über das frische Feld. Der gute Puderzucker, sag ich mal. So gefällt mir das. Oh nein! Zu schnell. Das war sehr schlecht von mir. Ladung. So, gut, von der anderen Seite. Zack. Was sagt die Uhrzeit? Noch 1 Minute. Ja, dann müssen wir jetzt hier ganz schnell die Motoren abschalten. Ups.
So, alles klar. Nochmal speichern. Und gleich, wenn wir am Haus angekommen sind, speichere ich sogar nochmal. Okay. So, ich bedanke mich. Es war sehr schön mit euch. Ich wünsche euch eine schöne Mittagspause, ein schönes Mittagessen und einen schönen Tag. Vielleicht sehen wir uns heute Abend nochmal. Vielleicht sehen wir uns hier in der nächsten Folge. Es hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Danke für die Unterstützung. Danke für die neuen Follower. Danke für das neue Abo. Also dann, macht's gut. Ciao. Ah, das hätte ich jetzt fast vergessen. Danke, Thomas. Tatsächlich hätte ich das jetzt vergessen. Moment. Boah, das war knapp, Thomas. Ich war schon hier auf dem Stream-Beenden-Knopf. Also Leute, wer Bock hat, wird jetzt noch zum Dagi Duck geradet. Ich sage nochmal danke für alles. Bis bald. Ciao. Oh, ich kann ihn nicht. Ich kann ihn gar nicht. Ich kann ihn nicht raiden, da steht, dieser Kanal richtet sich an erwachsene Ferrari-Boy. Das heißt wohl, oh doch, es geht, alles klar. Okay, es geht doch. Ich muss nur kurz warten. Ja, 7 Zuschauer, 8 Zuschauer, ja, einfach warten. Der Countdown läuft runter und solange laber ich euch hier einfach noch voll cool zu. Und trinkt noch mal einen Schluck Kaffee, denn ich habe ja noch hier ein Schlückchen. So. Alles klar. Dann schauen wir doch mal. Jetzt sind es sogar schon 10 Leute. Ja, super. Da wird sich der Dagi ja hoffentlich freuen. Und keine Ahnung, der Ferrari-Boy sagte, er spielt GTA. Also ich hoffe, da ist auch was für euch dabei. Ansonsten haut euch ein paar Chicken Nuggets rein und genießt das Leben. Und wie gesagt, ne, heute Abend Snowrunner, wer Bock hat, einfach bei mir auf den Zeitplan auf meinem Twitch TV Info-Panel, Info-Anzeige gucken. Und ja, dann nochmal danke. So, es sind noch 5 Sekunden, Leute, schnallt euch an. Ich bin raus. Ciao, ciao. Dankeschön für dein Raid mit 10 People. Dankeschön. Hallöchen und herzlich willkommen. Wow. Einen wunderschönen wünsche ich euch. Ich hoffe, euch geht's gut und hattet einen schönen Stream. Ich bete, vielen Dank. Danke schön für dein Follow. Vielen, vielen lieben Dank. Heute und morgen noch etwas Stress, aber dann ist wieder etwas ruhiger. Okay. Was willst du machen? Bist du am Umziehen oder?